Hallo Freunde und willkommen zurück nach unserer zweiwöchigen Pause. Ja, wir starten direkt wieder volle Fahrt voraus in den nächsten Draft. Ein bisschen erzählen, was in den letzten 2 Wochen so abgegangen ist, tue ich gleich beim Spielen. Ich glaube, Draft, da muss man sich erstmal jetzt konzentrieren, dass auch jeder alle Karten mitkriegt. Und dann gucken wir mal. Irgendwie ist in letzter Zeit hier auch das Interface, obwohl jetzt hat es gerade geladen, immer ein bisschen buggy. Wir könnten die Spirit Rare picken und versuchen auf Spirits zu gehen. Lieber wäre mir aber hier so eine 4-4 Fliegend Haste. Weil der schon sehr stabil ist eigentlich. Weil ich halt auch nicht weiß, wie viele Spirits wir kriegen. Hier ist noch ein Dragon. Ja. Ich aber glaube ich eher das Dragon Egg nehmen. Gucken wir mal, ob wir noch irgendeine andere Farbe. Also eine gute Karte haben. Hier hätten wir noch eine gute grüne Karte. Ich glaube, das Dragon Egg, aber da bleiben wir erstmal in Rot und gucken, was wir gleich für eine Rare haben. Creature. Könnte Burn Spell zum Finishen sein. 2 Mana 2-1, die 2 Schaden macht. 4 Mana 3-3 Haste. Das Essence Skeleton ist halt auch gut, weil man das halt einfach jede Runde wiederholen kann. Ich glaube, das Skeleton ist sogar besser als der 2-1er. Frage ist halt, ob wir in Rot bleiben wollen. Fire Elemental ist nicht schlecht. Der große Trampler ist auch nicht schlecht. Dafür müssen wir aber halt in Grün gehen. Gutter Snipe, an sich eine gute Karte. Aber wir haben halt noch keine Instant oder Sorceries und wir wissen auch nicht, wie viele wir noch kriegen. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal das Fire Elemental nehmen. Ja. Ich denke mal, wir picken den 7-3er Trample für 4 Mana. Der wird halt, wenn er einmal angegriffen hat, wird er wieder reingemischt. Aber da wir eh momentan relativ aggro aussehen, ist die 7-3 gar nicht so schlecht. Die Karte ist eigentlich auch gar nicht so scheiße. Jede Runde kriegt man ein Leben, kostet nur ein Mana und man kann die halt irgendwann wieder cyclen, wenn man halt was anderes braucht. Also das könnte man überlegen, ist halt in einem Aggro-Deck bringt es halt nicht wirklich was. Deswegen würde ich glaube ich eher Tormenting Voice spielen, damit wir zusätzliche Länder abwerfen können. Ja, keine Ahnung, so ein 3-2 Flash. Ja, wir gehen mal Aggro. Rot-Schwarz Aggro. Gut, hier haben wir nichts, was wir picken können. Keine Ahnung, was wir da nehmen. Irgendein Scheiß. Irrelevant. Aha, da kommt's geladen. So, ich mache die Kamera mal nochmal ein bisschen kleiner. Fürs Picken. Fällt mir gerade mal so auf. Ist vielleicht ein bisschen zu spät. Aber es kommen auch noch 2 Packs. So, keine Ahnung. Wieder nichts Gutes für uns. Destroy Target Artifact. Kommt mal ins Sideboard, auch wenn wir das Sideboard nicht benutzen können. Okay. Jetzt lädt es erstmal nicht mehr. Aha, da kommt's. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, eben brauchte ich auch voll lange, um mich einzuloggen, dass der Client gerade Probleme hat. Ja, irgendwie kommt hier nichts Gutes mehr vorbei. Also müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht gleich noch in eine andere Farbe wechseln, wenn auch nichts Schwarzes kommt. Das Sideboard gerne sehen. Ja, ein bisschen weiß haben wir schon, aber auch keine so guten Sachen. Wir haben auf jeden Fall eine schwarze Rare. 6 Creature. 4 Mana, 6-6 Trample. Fliegend. Für den müssen wir eine Kreatur opfern, was aber gar nicht so schlimm ist. Ja, ich denke, den picken wir. Der läuft hier schon mal steil eigentlich. Open the Graves. Okay, auch nicht schlecht. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, die wir kontrollieren, kriegen wir einen 2-2 Zombie-Token, was gar nicht so schlecht ist mit dem Skeleton, was wir gepickt haben. Oder halt auch generell an sich nicht schlecht ist. Ansonsten ist in dem Pack halt eh auch nichts Gutes, also Open the Graves. Was uns so ein bisschen von dem Aggro-Plan wegbringt. Einmal Mord.
guter Removal Spell. Gravedigger ist auch nicht schlecht. So, nochmal Gravedigger. Womit wir so ein bisschen mehr in die Midrange-Richtung gehen. Okay, entweder eine 4-2 mit Menace für 4 Mana oder eine 4-2 ohne Menace für 3 Mana. Frage, ich glaube, ich würde lieber das eine Mana extra zahlen, um Menace zu kriegen, weil dann kann die nur von 2 Kreaturen geblockt werden. So, jetzt brauchen wir mal nochmal gucken, dass wir auch nochmal irgendwie Early Game ein bisschen kriegen. 3-1 für 2 Mana. Gar nicht so schlecht. 6-5 oder 2-1-1 für 2 Mana, die funktionieren gut mit dem, für den wir opfern müssen. You gain 1 life. Das hat ein Instant. Ich denke, ich picke aber erstmal hier noch einen 2-Drop. Weil wir ein bisschen Early Game brauchen. Okay. Guter Combo-Trick. Noch ein Combo-Trick. Ja. Ein Zombie. Keine Ahnung, wir picken mal das Land, falls wir es flashen wollen. Aber ich glaube eher weniger. Spinne kann weg. Land kann drin sein. Ui, Nicole Bolas. Der passt sogar in unser Deck, da müssen wir nur blau splashen. 4 Mana, 4-4 fliegend. Was schon mal ziemlich nice ist. Wenn Nicole Bolas ins Spiel kommt, dann muss jeder Gegner eine Karte abwerfen. Okay, für 4 Mana schon mal nice. Für 7 Mana kann man den exilen. Und dann kommt der als Planeswalker wieder. Mit 7 Loyalty für 2 plus 2 ziehe 2 Karten. Für minus 3 macht er 10 Schaden auf eine Kreatur oder einen Planeswalker. Für minus 4 nimmt er eine Kreatur oder Planeswalker aus dem Friedhof aufs Battlefield. Und bei minus 12 exilt er alle, außer die letzte Karte von der Library eines Spielers. Den picken wir auf jeden Fall und gucken, dass wir gleich irgendwie noch was gesplashed. Also Splash Lander kriegen oder so. Hat ganz schön Geräusche gemacht. So, also weiter gucken. Was haben wir denn hier mit Rot, Schwarz? Nochmal Combat Trick. Nochmal Card Draw. Oder eine Axt. Die Axt ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen mal Tormenting Voice. Tja, alles nicht so geil. 4 Mana, 3-3 Menace. Wenn er angreift, kann man eine andere Kreatur opfern. Wenn man das tut, dann wird es nur 5-5 Menace. Ja, picken wir mal. Nochmal ein Combo Trick. Also irgendwie fehlen 1, 2. Wir haben viele Combo-Tricks, aber ich hätte gern mehr Kreaturen. Fireblade, der zum Beispiel. Act of Treason. Wer nichts Vernünftiges, der kann weg. Sollen wir gleich mal gucken, was wir alles jetzt ins Deck reintun. Ich bin aber ehrlich gesagt einigermaßen zufrieden mit dem Deck. Ist jetzt nicht das Deck ist nicht schlecht. Daher passt das. So, wir haben aber zu viele Karten auf jeden Fall. So, Nicole Bolas bleibt auf jeden Fall drin. Müssen wir einfach rausnehmen. Nein, dort brauchen wir nicht unbedingt. Sure Strike können wir eins von rausnehmen. Eine Waffe, Corps. So. Haben wir immer noch zu viele Karten. Er ist für 4 Mana jetzt auch nicht so der Beste. Und. Ja. Einmal Tormenting Voice. Lightning mehr. Haben wir den noch weg? So, jetzt haben wir 40 Karten. Wir nehmen auf jeden Fall noch jeweils eins hiervon raus und tun noch ein paar Items rein, damit wir die auf jeden Fall gespeichert kriegen. Das müsste aber so passen. Gut.
Gucken wir mal, ob Bolas uns zum Sieg verhilft. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr vernünftige Karte. 4 Mana, 4, 4 Fliegen, schon mal sehr geil. Und dann halt den zum Planeswalker noch zu flippen, ist natürlich auch richtig nice. Alles klar. Übrigens, jetzt wo wir mit dem Draften fertig sind, heute wurden 2 Folgen hochgeladen. Die eine war noch das Ende vom letzten Draft. Und ja, die hatte ich einfach nicht mehr geschafft hochzuladen, bevor ich weggefahren bin. Und deswegen kommt die jetzt heute einfach dazu. Ich wollte die aber nicht kommentarlos wieder mit der anfangen, sondern halt, ja, quasi die jetzt als Bonus noch dazugeben, wo ich jetzt halt auch erklären kann, ich war weg, jetzt bin ich wieder da, jetzt geht's wieder weiter und ja, was damit passiert ist und warum ich weg war und warum ich die nicht vorher hochgeladen habe. Genau. Folgendermaßen, ich war 2 Wochen lang in Ostfriesland und das war weniger ein Urlaub als ja, eine Arbeit. Ich war da bei begleitetem Reisen und habe Menschen mit Behinderung betreut. Die sich hatten da halt ihren Urlaub in Ostfriesland und haben halt Betreuer gebraucht. Ne, damit halt auch zum Beispiel Familie und Freunde frei haben oder halt das Wohnheim ein bisschen entlastet wird. Machen mal die Kamera wieder ein bisschen größer. So. Und von daher war das eher Arbeit als als Urlaub. War natürlich schon auch ein bisschen Urlaub, weil man halt weg von zu Hause war. Und ja, die Leute waren auch total lieb und nett. Also ich fand das so geil, wie herzlich die alle waren. Und wie leicht die zu erfreuen waren. Vor allen Dingen auch die Menschen mit Down-Syndrom. Also das sind teilweise mit die, ja, die frohesten Menschen, die ich je gesehen habe. Also die sind total lieb und nett. Und wenn man sich halt mit denen beschäftigt, dann sind die total dankbar und freuen sich. Und ja, sind auch von der Art her einfach richtige Frohnaturen. Und ja, also es war schon anstrengend, weil man halt tagsüber den kompletten Tag halt wirklich keine Zeit hatte und einfach die ganze Zeit aufpassen musste. Hier war mal was, da mal war mal was. Und dann noch Ausflüge und Abendprogramm, dauerhafte Bespaßung und Dienste musste man noch machen. Und es war halt wirklich schon eine anstrengende Zeit, aber halt auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Kann ich also nur weiterempfehlen. Und abends dann halt, wenn die Schicht vorbei war, natürlich dann mit dem Team noch abends gesessen in der Kneipe und ein bisschen Bierchen getrunken. Und dann kam man halt auch nicht allzu früh ins Bett, musste aber am nächsten Tag schon wieder relativ früh raus. Und immer aufpassen, immer die Rollis immer rausheben und in den Bus setzen oder von einem Rolli in den anderen oder zur Pflege unter die Dusche setzen. Und sind wir dran? Weil unsere Zeit läuft gerade ab. Aber ich kann kein Land spielen. Ja. GG. Bevor ich jetzt hier weiter dumm rumlabere, ich dachte die ganze Zeit, wir warten auf den Gegner. Nicht, dass wir jetzt gleich hier. Ich starte das Spiel mal einmal neu. So, da ist es wieder. Unten, die hat aber noch nicht geladen. Und wir sind wieder raus. Ah, Connection Lost, jetzt sind wir wieder da. Können aber nichts drücken. Ja, da kommt man nach 2 Wochen wieder. Denkt sich, wir draften jetzt gemütlich eine Runde. Und dann sowas. Tja. Wollen irgendwie nicht so richtig was machen. Wir sind zwar bis ins Menü gekommen beim dritten Versuch, uns einzuloggen, aber spielen können wir nicht. Dann denke ich, ich probiere es heute Abend nochmal und nehme heute Abend nochmal auf. Für heute müsste man sich dann aber wirklich zufrieden geben mit der Folge, die noch den letzten Draft zeigte und jetzt diesen Draft, halt die Cardpicks. Und dann hoffe ich, dass es bis morgen funktioniert, eine neue Folge aufzunehmen. Und dass der Client irgendwie funktioniert dann. Weil, also keine Ahnung, liegt halt jetzt gerade wirklich am Spiel. Freeplay, wir wollen Freeplay, wir wollen Quickdraft. Ne, funktioniert alles nicht. Tut mir leid, dass das jetzt so, ja,
doof gelaufen ist. Aber wenigstens konnte ich schon mal ein bisschen was berichten und wir konnten schon mal draften und dann hüpfen wir in der nächsten Folge einfach direkt ins Spiel rein und hoffen, dass das irgendwie klappt und uns das Spiel jetzt nicht als Loss angerechnet wurde. Gut, dann bis morgen. Tschüss.